Hey Leute, hallo und herzlich willkommen. Vorab möchte ich mal ein paar kleine Worte an euch richten. Und zwar, wenn ihr das Ganze hier auf YouTube seht, habt ihr die Möglichkeit unten auf einen der beiden Daumen zu drücken. Entweder den Daumen nach oben, was mich natürlich freut, oder auch den Daumen nach unten, freut mich genauso. Denn das bedeutet, ich kann mich irgendwo verbessern. Wenn ihr den Daumen nach unten drückt, dann schreibt mir bitte auch auf, was ich zu verbessern habe, wo ich mich verbessern kann. Denn das Ganze hier lebt und steht mit eurer Mitarbeit. Also lasst die Tasten glühen und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem nun folgenden Video. Hallihallo, Löhle, und willkommen zurück hier zu Sky Factory 3. Wo er mich gerade auf Toilette erwischt hat. So, nochmal schnell hinlegen, es ist gerade Nacht. Hätte ich eigentlich davor machen können. So, aber jetzt geht's weiter. Ja, die Frage ist... setzen wir hier noch ein paar... Hier setzen wir noch ein paar von diesen verdichtenden Schubfächern hin. Denn hier wird mein Hauptarbeitsbereich sein. So. Einmal. Zum Zweiten die Frage, was machen wir hier? Lassen wir hier die normalen Drawer oder stellen wir alles um auf verdichtendes Schubfach? Und machen wir da oben noch eine vierte Reihe rein. Das wäre mal sehr angenehm. Ups, Hunger. Müsste ich mir hier oben was einfallen lassen, wie ich Licht hier reinbringe. Glas. Glas könnten wir eigentlich demnächst mal machen. Und ich wollte mal gucken, wie viel Erde haben wir. 2 Stack plus 36. Das ist ja schon mal was, wa? So, dann mal wieder zur Monsterfalle. Nicht ohne mein Anti-Fledermaus-Tool, das sich hier drüben jetzt befindet. Ja. Und dann muss ich gucken, dass ich so schnell wie möglich an Leder rankomme. Irgendwie wenig Monster. Ein Baby-Zombie, das ist ein bisschen wenig, wa? Ich hätte damit mehr gerechnet. Nun gut. Ich will mir jetzt erstmal eine Wiese machen, oder besser gesagt einen Bereich machen, für Soul Sand. Dazu machen wir erstmal wieder hier die Erde weg. Machen uns dann endlich mal einen normalen Eimer. Weil die ganze Zeit mit diesem Möchtegern-Eimer nicht gut. Okay. So. Dann bauen wir uns hier jetzt. Shit. So. Das kennt ihr ja auch schon von dem anderen Bereich. Da kann man nämlich wunderbar nach unten bauen. Später irgendwann, in nicht mehr allzu ferner Zukunft, werde ich dann sogar mal so langsam aber sicher vielleicht dran denken, dass ich mir eine Plattform auf Höhe 1 unten mache. So, jetzt gucken wir mal. Brettzimmer 1. Ach, das hat so reichen.
So. Ich glaube, ich mach's schneller wie gedacht. Da ist es passiert. Da ist es passiert. Da bin ich das erste Mal gestorben. Wir müssten jetzt Folge 11 haben. Ich habe lang ausgehalten. Gut, dann brauche ich jetzt noch mal ein bisschen Wasser. Mein Todespunkt müsste hier sein. Jawohl. Wie mache ich das jetzt? Bin hier genau drüber, wa? Das ist scheiße. Das ist kacke. So müsste das gut sein. Bauen wir uns hier, nämlich jetzt hier nach unten. Perfekt. So. Jetzt hier einen schönen Kreis. Alter, habe ich mich jetzt erschrocken. Alter, du scheiß Tintenfisch. Der muss erstmal noch wegbleiben. Aber so kommen wir wenigstens an schwarze Farbe. Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. So dürft's was werden. Gut. Was sind das denn für Geräusche? Solche Geräusche mache ich nur im Klo. Oder sollte man nur auf dem Klo machen? Heieieiei. So, normalerweise sollte ich übrigens auch Stein benutzen. Noch ein kleiner Tipp, wenn jemand wirklich ganz langweilig ist. Das ist übrigens die schnellste Methode, um an Erde ranzukommen. Sechs Tintenbeutel. Na, geht doch. Ach. Logo. Muss ja auch erstmal jetzt den Todespunkt wegmachen. Und siehe da, wir haben hier Erde. Ich könnte ihn jetzt mit nach oben nehmen. Ich könnte versuchen, den zu safen. Lass ich aber. Was ich allerdings nicht lassen werde, ist, ich sollte hier noch ein bisschen ausbauen. Tum, 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 tum. So. Man sollte hier noch ein paar FIFA-Fackeln verteilen. F7.
Freunde. Wir können wieder nach oben gehen. Das kann jetzt ein bisschen dauern, bis wir oben sind. Und ich hoffe, mir kommen nicht so viele Tintenfische entgegen. Tintenfische, nicht Tintenfische. Ich weiß, einige haben das jetzt auch verstanden. Weil ich habe es nämlich auch fast verstanden, so. Ach, naja. Und so nutzt man eben einen Wasseraufzug. Und so baut man sich am... Au! Ach. Tschüss. So baut man sich am besten einen Weg nach unten. Man kann übrigens auch bis auf Höhe 0 runtergehen. So mache ich das auch gerne. Dass ich relativ am Anfang, und wir sind ja leider Gottes immer noch relativ am Anfang, dass ich dort mir einfach Wasser runterlasse, dann entweder aus Stein oder aus Holz, so wie hier auch, Weg nach unten baue, damit ich da unten dann eben zum Bauen komme. So, wenn wir dann jetzt oben sind, kann ich mich eigentlich auch schon wieder hinlegen. Und ich muss aufpassen, dass mir hier nichts spawnt. Ich weiß, es heißt normalerweise spawnt, aber ich habe das jetzt mal mit Absicht so gesagt. Quantararera, Mamina Quantararera. So, das dürfte eigentlich genug sein. Dann machen wir hier noch einen schönen Abschluss. Setzen noch Fackeln. Solange noch keine Erde hier ist. Denn dort kann ich dann jetzt... Ach, halte ich mal da dran fest. Ups. Das war zu viel. Es fehlen genau zwei Blöcke, ich glaub's nicht. So. Dann brauche ich jetzt noch zwei Sachen. Und zwar brauche ich Ancient Spurs. Und zwei Erde. Das Holz können wir wegtun. So, die Ancient Spurs sind hier. Wir haben ja zum Glück gut gefarmt. Ups. Okay. Da müsste ich doch jetzt auch Stein nehmen können, oder? Wie heißt das Ganze? Mützel. Genau. Auf das Wort bin ich gestern nicht gekommen. Mützel. Wenn ich hier jetzt so ein Barrel draufstelle, die wir eigentlich noch haben. Ja, zwei Wooden Barrel. Da müsste ich dann jetzt eigentlich Wasser einfüllen können. Anders. Ich glaube, ich gehe doch noch mal einen nach außen. Dann können wir nämlich drei Reihen aufstellen und können relativ schnell Soul Sand farmen.
So. Hier kommt eine Fackel. Hier kommt eine Fackel. Hier in die Mitte. Und hier in die Mitte. Jetzt kommen wir hier. Nämlich. Wieder alles wegmachen. So, wir haben gleich alles weg. Wegen der Musik habe ich mir überlegt, ich werde es wahrscheinlich so machen. Ich werde eine Musik drunter legen. Aber YouTube hat zum Beispiel für seine Creator, für seine Creators komplett kostenlose Musik, die auch nicht GEMA geschützt ist, die auch von niemandem getrackt wird, zum Download bereitstehen. Ich glaube, das werde ich dann benutzen. Wir brauchen noch mal ein bisschen Erde. So, da muss ich jetzt so durchlaufen. So, jetzt kann ich nämlich 3 Reihen hier aufstellen. Ist zwar ein bisschen viel, aber müsste passen. Ich kann schnell wieder Tag machen. Kann hier auch mal endlich weitermachen. Da ist meine Diamondwand kaputt gegangen. Und den Soul Sand, den brauche ich gleich aus einem ganz bestimmten Grund, den ihr wahrscheinlich gleich sehen werdet. Man merkt, dass dieses Texturenpaket von einer Frau gemacht wurde. Pflanzen haben Blümchen. Oh! 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 Monster! Wie gehabt, zuerst der Creeper. Weil der Creeper ist der Gefährliche, der kann das Ganze zum Explodieren bringen. Spätestens wenn ich Obsidian habe, können wir die Monsterfalle auch Creeper sicher bauen. Gut. Wie gesagt, diese Fledermäuse sind nur eins, nämlich nervend. Sehr schön. So, da haben wir einen Zombie-Kopf. Ich habe ja die Hoffnung, dass... Oh, somit haben wir 3 von 4 Monsterarten. Ich habe ja die Hoffnung, dass wir früher oder später irgendwie über einen Enderman stolpern. Dann geht nämlich hier die Erdeproduktion auch um einiges schneller. Aber dazu müsste ich dann erstmal anfangen... Warte mal. Glazelamps können da oben bleiben. Du kommst noch hier hin. So, rein theoretisch können wir hier jetzt, dort wo jetzt Fackeln sind, Glowstone reinpacken. Das würde die ganze Geschichte ein bisschen vereinfachen. Gut. Was sind das für Partikel? Die sehe ich gerade zum ersten Mal. Egal, ich will mal Wasser ausprobieren. Wir haben einen Wassereimer dabei. Kann ich den Wassereimer hier reinfüllen? Jo. Und da transformt er auch. Sehr gut. Dann wird es Zeit, dass wir uns ein bisschen Sand machen, damit wir Seelensand bekommen. Achso, und das ist ein positiver Nebeneffekt. Man bekommt Pilze zum Essen. So, Witchwater. Das kann man zur Not auch hier drin aufbewahren.
Die Erde kommt wieder hier rein. Ah, die sind fertig. Hat aber ganz genau gereicht. Wow. Okay. Oder habe ich da wirklich einen Stack reingelegt? So, dann machen wir uns noch die Kartoffeln. Kartoffel, Kartoffel, Kartoffel. 2 Stack plus 54 und 32 Stack können rein, okay. Ich brauche jetzt erstmal dich. Die scheiß Pfeile brauche ich auch nicht. Es gibt übrigens in Sky Factory, Fun Fact am Rande, gibt es ein Gerät. Moment. Gibt es übrigens ein Gerät, das dir überschüssiges Zeug wegnimmt. Also so wie zum Beispiel Pfeile, wenn du keine Pfeile mehr brauchst, nimmt das Gerät auf. Das Ganze nennt sich Loot Recycler. So, du. Dann haben wir noch Fledermausflügel, Actually Editions. Habe ich noch nie gebraucht. Keine Ahnung, ob die wichtig sind. Oh. Das Laub ist bald alle. Okay. Aber ich bin eigentlich hier, weil ich das Buch. Wir könnten übrigens auch mal unser Questbook durchgehen, gucken, was wir alles schon fertig haben. Das wird, glaube ich, auch mal eine Maßnahme sein, wa? So, das wird aber eine Maßnahme sein, die wir wann machen? Richtig, nächste Folge. So. Dann, ihr kennt's ja, bedanke ich mich bei euch allen fürs Zuschauen. Ich werde jetzt hier ein bisschen Sand kloppen. Also das nächste Mal sehen wir uns, wenn ich ein bisschen Sand in der Tasche habe. Warte mal, was wollte ich denn jetzt sagen? Achso, ja. Wem es gefallen hat, der kann natürlich unten gerne mal einen Daumen nach oben geben oder auch einen Daumen nach unten. Wenn es dir nicht gefallen hat, dann schreib mir aber bitte in die Erklärung, warum es dir nicht gefallen hat, denn ich möchte mich verbessern. Und wenn du schon da unten bist, klick doch bitte auch auf den Abo-Button. Ja, wäre ganz nice. Mein Dank würde euch ewig nachschleichen. Also, bis zum nächsten Mal. Bye-bye und tschüss. Tell me that you love me, even if it's fake.